Ich habe ja die Garage gestern aufgeräumt, ne? Mhm. Und da habe ich den ganzen Zucker entsorgt. Welchen Zucker, der in der Garage stand? Der stand für die Bude. Da war doch noch so viel Zucker. Ja, und wieso hast du den entsorgt? Ja, und heute Morgen war er wieder da. War raffinierter Zucker. Klopapier. Ich wollte das gerade ansprechen. Erstmal die Frage, wollen wir heute filmen? Aua. Ja, ist jetzt schon zu spät. Aua, ja, aua, ja. Was aua. Ist? Ja, ich hab so. Aua, boin, aua, boin. Soll ich einmal reinboxen? Aua, ja, aua. Aua. Ja, aua, boin, aua, boin, aua, boin, aua. Ja, so schlimm kann es ja nicht sein. Dass er nicht lassen soll. Also ich heute. Heute Nacht gestoßen haben, glaube ich. Das sind keine normalen Rückenschmerzen. Mir tut oben der Hüftknochen weh, als ob ich da irgendwo vorgerannt bin. Ich weiß nicht, was das war. Ja, hallo erstmal zu einer neuen Sendung. Heute das volle Programm. Rote Jacke, roter Plover. Habt ihr alle genug Klopapier? Und ja. Zucker, ganz wichtig. Trotz Corona, wir filmen. Mögen wir ja wohl noch was kriegen im Krankenhaus, wer? Da geht jetzt ja keiner hin. Gibt's Spätzle mit Gulasch. Geht ja keiner mehr raus. Unser Dönermann sagte gestern auch schon, ist voll wenig los, weil die Leute gehen nicht mehr raus, ne? Also. Was sollen wir denn? Wir müssen ja arbeiten. Also. Also können wir auch ins Krankenhaus gehen. Wir wollen mal dieses Video ansatzweise mit einem Zitat beginnen. Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Nur beim Universum bin ich mir noch nicht sicher. Das hat Albert Einstein gesagt und er hat vollkommen recht. Wir haben gerade schon wieder lustige Diskussion über den Coronavirus gehabt, ja. Beziehungsweise Covid-SARS-219, weil damit geht schon wieder los. Corona gibt es schon seit Jahren. Was macht die denn alle für ein Theater? Und jetzt, wenn ich mir die Videos schon wieder bei Facebook angucke, wo irgendwelche Aluhutträger ihr Desinfektionsmittel abgelaufen seit 2003 in die Kamera halten. Da hinten drauf steht Corona und wir werden verhascht. Nein, Corona ist nur eine Virusgruppe. SARS zum Beispiel gehört auch zu Corona. Seine Unterart davon. So. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt hatten wir gerade das Thema. Mein Kollege sagte gerade, ich habe mir gestern auch schon Toilettenpapier geholt. 20er Pack Toilettenpapier. Und überall steht, die Leute decken sich ein mit Toilettenpapier. Warum? Ist es nicht wichtiger, wenn man unter Quarantäne steht, dass man was zu essen hat, anstatt Toilettenpapier? Ich weiß gar nicht, warum die davon so ein Brimborium machen. Wenn die unter häuslicher Quarantäne stehen. Also du stehst jetzt unter Quarantäne. Wir beide stehen jetzt unter Quarantäne. Ja, dann mache ich mal eine Garage auf, bestell was zu essen. Dann können die das da reinstellen und dann können die wieder wegfahren. Leg das Geld dahin und fertig. Dann rufen wir deine Eltern an und sagen, hier, geht doch bitte im Einkaufen und stellen uns das vor die Tür. Das heißt doch nicht... Aber ist, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ist Essen nicht wichtiger als Toilettenpapier? Man kann doch wohl sein anders abwischen. Da gibt es doch wohl irgendwas, was man dafür nutzen kann. Oder man wischt ihn gar nicht ab. Hauptsache, man hat was zu essen. Ja, aber dann aber Hauptsache, der Moos ist abgewischt und man hat nichts zu essen. Das ist wichtiger. Ich sag ja. Der Moos muss sauber sein. Die Menschheit... Oh, Leute, echt. Die Menschheit leidet einfach an totaler Verblödung. Oh. Und wenn ich diese Panikmache dazu sehe, natürlich ist es sinnvoll, die Leute in Anführungszeichen unter Quarantäne zu stellen, damit sich der Kram nicht weiter verbreitet. Das macht ja alles sein. Aber... Dieser Virus, SARS-CoV-D, wie auch immer er heißt, 19, der bringt euch ja nicht um. Das ist wirklich so. Oh, Klaus Dieter steht an der Ecke und normalerweise fährt er mit 240 über die Autobahn, wiegt 3 Zentner, raucht und säuft wie ein Schlot, alles ist in Ordnung. Aber jetzt ist einer am Husten oder Niesen und... Ich habe gestern gelesen, dass die Leute im Krankenhaus... Desinfektionsmittel klauen. Die stehen da mit einer Cola-Flasche, mit einer PET-Flasche und klauen da Desinfektionsmittel. Tickt die alle noch ganz sauber? Ja, heute Abend wird erstmal Klopapier gekauft. Das brauche ich sowieso für den normalen Gebrauch, ne? Ja, das Schlimme ist, ich brauche Desinfektionsmittel für die Berliner Bude. Ich habe nur noch und eine mehr. Flasche habe ich noch. Die reicht in etwa, ich sag mal, für die nächsten 3 Wochen. Ich wollte jetzt was nachbestellen. Die wollen für einen Liter 160 Euro haben. Ja. Die sind doch nicht. Wir gehen jetzt trotzdem zum Krankenhaus essen.
und klauen da erstmal ein paar Rollen Klopapier. Genau. Ist ja wichtiger. Nimm mal Klopapier mit und... Also Überschrift, Coronavirus, Hauptsache wir haben Klopapier. Coronavirus, Hauptsache der Mors ist sauber. Ja. Der Rest ist alles egal, die husten sich in die Hand, die waschen sich normalerweise das ganze Jahr über nicht die Hände und nicht die Klamotten. Aber jetzt fangen sie an mit Desinfektionsmittel durch die Gegend zu rennen und... Klar ist das scheiße, ne? Und ich habe da auch Angst vor, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Aber sollen wir jetzt hier sitzen und sollen hier eine Fresse ziehen und uns da runterziehen lassen? Was sollen wir da machen? Ist doch auch nicht Sinn der Sache. Nein, und jeder Einzelne, der jetzt auch nur ein bisschen am Husten ist, ich bin auch seit einer Woche erkältet. Was? Ja. Geh weg! Aber ganz ehrlich, sollte ich das jetzt kriegen? Ich kriege das jetzt, diesen lustigen Virus. Und ich bin nicht vorerkrankt und ich bin nicht in irgendeiner Weise vorbelastet. Bei den meisten Leuten, die sitzen dann rum und das ist nicht mal eine tüchtige Erkältung. An der es Grippe. Ist schon, wenn jemand, was weiß ich, wie meine Omi, ja, ne, die dann nicht mehr die vorbelastet sind, ja, wo das Immunsystem nicht mehr ganz so ist. Aber die Grippe hat letztes Jahr 20.000 Menschen getötet auf der Welt. Ja, redet auch kein Schwein drüber, oder? Und vor ein paar Jahren, glaube ich, hatten wir sogar 25.000 Tote, ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, alleine nur in Deutschland. Und keine Ahnung, jede Stunde sterben 5.000 oder 10.000 Kinder auf der Welt an Unterernährung und da kräht kein Hahn nach. Aber jetzt sind sie alle, oh Corona, Corona, ich brauche Mundschutz, weil was auch immer. Ja, nun ist gut. Oh, das riecht mich so auf. Ja, das ist Thema Nummer 1, auch bei der Arbeit, ne? Die ganze Zeit fangen sie da wieder von an. Was das alleine für einen Schaden auslöst, auch einen wirtschaftlichen Schaden. Messebauer, die ganzen Messebauer, die jetzt mal kein Geld mehr haben, weil Buchmesse Leipzig verschoben, Hannover Messe, Industriemesse, eine der größten der Welt, verschoben. Es werden sämtliche Messen verschoben. Nur ich bin ja mal gespannt, Sonntag, ne? Ob da in der Bude überhaupt was los ist, weil die Leute ja nicht mehr rausgehen. Ja. Weil jetzt ist ja auch der erste Fall im Landkreis Leer. Ja. In unserem Landkreis, Leute. Nein. 165.000 Einwohner und wir haben, ich glaube, zwei. Zwei Kranke und 200 Quarantäne. So, jetzt haben wir die ganze Zeit gequatscht. Wir sind schon da. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass wir noch was zu essen kriegen. Und Hauptsache, wir haben Toilettenpapier. Ganz wichtig. Hauptsache, der Mors ist sauber. Leckere Gulasch mit Spätzle. Wieso nimmst du denn keine Spätzle? Ist doch viel leckerer. Nein. Und was ist das hier noch? Das Härchen. Was ist das? Vanille? Ich denke schon. Und ein kleiner Karottensalat. Sieht sehr lecker aus. Ich wollte gerade erst Spätzle nehmen mit Soße Hollandaise, aber mein Mann möchte das nicht, dass ich mich wieder blamiere. Mhm. Aber wer von euch isst das auch? Nudeln mit Soße Hollandaise? Ist doch voll lecker. So, tschüss. Maulwurf im Fauchtau. Maulwurf im Beißau. Darf ich wegen Corona jetzt überhaupt noch fauchen? Oder muss ich dann die Hand vor den Mund halten? Nee, Hand vor den Mund, ne? Beim Fauchen? Ja. Nee, das will ich aber nicht. Fauchigkeit, der muss Ausdruck verliehen werden. Die muss auch so rauskommen. Das kann man nicht so machen. Dann ergibt das ja alles gar keinen Sinn mehr. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Nein. Aber gar nicht. Es ergibt auch gar keinen Sinn, dass ich jetzt langlaufe. Ich gehöre eigentlich in mein Bett. In deine Höhle? Ja. Ja, der ist so auch mit seinen Schaufeln auch so gekratzt. Alles gut. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Das regt ihn auch auf. Was regt ihn auf? Dass er jetzt wieder zur Arbeit muss? Dass sein Wecker heute Morgen auch geklingelt hat. Das will er nicht in seinen Kopf drin. In seinem Kopf drin ist auch seine Höhligkeit noch. Oh doch, da unten haben wir was kaputt gerissen. Okay. Da bin ich gerade beim Rückwärtsfahren auf diese komischen Steine draufgekommen. Ja, da habe ich was abgerissen. Ist das schlimm? Nö, ist nur Plastik. Ich habe ja die Garage gestern aufgeräumt, ne? Und da habe ich den ganzen Zucker entsorgt. Welchen Zucker? Der da stand in der Garage. Welchen Zucker, der in der Garage stand? Der stand für die Bude. Da war doch noch so viel Zucker. Ja, und wieso hast du den entsorgt?
Ja, und heute Morgen war er wieder da. War raffinierter Zucker. Ich werd grad blöd. Sag mal, Scheißendreck, verdammter. Ich glaube, ich habe mir einen Auspuff kaputt gemacht. Gerade als ich dagegen gefahren bin. Habe ich gerade schon gesagt, hätte ich das gemacht. Na, wäre ich dagegen gefahren, wäre ich jetzt tot. Nein. Doch. Doch. Nein, in dem Fall nicht. Das war einfach nicht zu sehen. Oder hast du auch nur ansatzweise, bevor du ausgestiegen bist, gesehen, dass da irgendwas ist? Ja. Komm. Oh nee, Manuel, bitte. Was, und jetzt? Klingt schon ganz schön asozial. Und jetzt? Ja, muss ich mir den Auspuff mal angucken. Wo sieht das Auto? Ah. Er war schon die ganze Zeit ein bisschen lauter. Vielleicht bin ich auch nur, ich glaube, das ist hier in der Mitte die Schelle gewesen. Die war schon die ganze Zeit nicht ganz 100 pro dicht. Und jetzt bin ich gerade bestimmt irgendwie angeeckt und hab's dann aufgerissen. Das ist doch zum Kotzen. Egal, komm. Aber Hauptsache, wir haben Toilettenpapier. Genau. Auto brauchen wir sowieso dann nicht. Ohne Bühne wird das nichts. Gott sei Dank ist bei dem Auto nichts zu sehen, du. Komm, du. Hallo? Oh, was ein Schwein. Flotti Karotti. Wir haben noch Zeit. Flotti Karotti. Was ist da mit deinem Schuh passiert? Ich bin an Auspuff gekommen. Also es ist mit Manuel wirklich nicht mehr normal. Jetzt hat er seine neuen Schuhe an, jetzt sind die auch schon wieder kaputt. Dreckig. Geht das ab? Das ist doch jetzt Öl, oder was ist das? Guck eben. Hm? Musst du da jetzt dann drin rumwühlen? Hallo? Mein Austick-Level ist bei 97%. Okay, wir sehen uns heute Abend. Tschüss. Feierabend. Ich fühle mich gerade voll assi. Was? Das klingt, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera hört. Ach, Achtung, Assi-Tuning-Level 100. Hört ihr das? Hängt hier noch so eine dicke Goldkette um. Schlimm. So, hier, Thema Toilettenpapier, ne? Hab ich gerade noch was entdeckt. Ist das nicht hübsch? Das ist voll hübsch. So ein Schaf mit Klopapier rollt. Oder was ist das da für ein Tier? So kacke. Das klingt so kacke. Ich glaube, ich brauche mehr Toilettenpapier. So kacke klingt das. So, noch eben zu Netto. Wie nur eben im Netto. Netto King Karl. Ja, Hamsterkäufe machen. Ich weiß aber gar nicht. Toilettenpapier brauchen. Hatte Netto den Hamster im Angebot oder gehen auch Meerschweinchen? Gehen auch, glaube ich. Ja. Meerschweinchen sind ja eigentlich große Hamster, oder nicht? Mhm. Ich fühle mich gerade so asozial. Ja, ist egal. Wollen wir morgen mit Maggie fahren? Ich schäme mich gerade ein bisschen. Wollen wir morgen mit Maggie fahren? Hör auf jetzt, Manuel. Was wollen wir morgen? Das weiß ich noch nicht. Wir können nicht mit Maggie fahren, wir müssen den Wiener abholen. Ja, dann musst du hinten sitzen. Das ist bestimmt lustig. Wir können auch oben ohne fahren. Und dann ich darf da gar nicht mitfahren, weil da Sommerreifen drauf sind. Ja, heute Morgen war es minus ein Grad, also kannst du vergessen. Nee. Und ich ziehe jetzt nicht für die letzten paar Tage Frost, die wir haben, noch Winterreifen auf. Nee. So, Hauptsache wir haben Klopapier. Ne? Da sorgen wir jetzt erstmal für. Da sorgen wir jetzt gleich für Klopapier. Und ganz wichtig, ich weiß gar nicht, was muss man denn noch so als Hamster Ravioli. Achso, ganz wichtig, billige Ravioli. Reis. Königsberger Klopse in der Dose. Ja, bah. So, bis gleich. Hast du auch Zitrone mit drin? Ja. Deine Kapuze vom roten Plover, die hängt da so komisch. Das interessiert die Kapuze gar nicht. Nee? Nee, hat sie sich noch nicht drüber beschwert. Kleine Zitronennase, ne? Zitrone nehmen wir immer nur drei mit, ne? Das reicht doch.
kriegst jetzt, wenn du drei solche Pizzen kaufst, kriegst du jetzt einen Pizzaschneider dazu. Ja. Und wo ist der Pizzaschneider denn? Da musst du zu der Pizzaschneiderverkäuferin da vorne gehen und die gibt dir den dann und das Geld dafür, um den an der Kasse zu bezahlen. Dafür musst du aber erst die drei Pizzen bezahlen und mit dem Bon reingehen. Jetzt einfach. Ja, warum? Das weiß ich doch nicht. So, wir wurden gerade unterbrochen. Ja. Thema Pizza, dass du ja so ein Opfer bist und immer, wenn irgendwas im Angebot ist und es gibt irgendwas umsonst, dann musst du das ja mitnehmen. So, jetzt nicht verarschen, ne? Wo gibt es den denn jetzt, den Pizzaschneider? An der Kasse oder wo? Ich gehe davon aus. Das steht okay, da nicht. Wir werden es gleich sehen. Da steht nichts bei. Hier steht nur... Wir befinden uns schon wieder eine halbe Stunde hier, steht, hier drin. Drei Pizzen mischen Sie selber. Plus Pizzaschneider sortieren Sie selbst. Und hier ist kein Pizzaschneider drin. Also, wird es hinterher gehen. Hast du dir bestimmt auch Thunfischpizza genommen, ne? Nur Thunfisch. Ach so. Aber nur den extra fischigen. Da gab es hier extra Fischsoße bei. Und das kippst du dann oben drauf, damit die Fischigkeit noch fischiger wird. Oh, das ist so abartig, ne? Ich weiß nicht, ob man Thunfischpizza essen kann. Ich bin auch überhaupt kein Freund von. Ich mag sowieso nicht gerne. Also ich mag wohl so Schlemmerfilet oder so, aber so Fisch so und dann die Gräten, das macht mir einfach Angst. Und der Geruch. Pikante Paprikasuppe. Klingt auch gut. Ja, wir gucken mal, wo es den Pizzaschneider gleich gibt. Aber wieso kaufen die denn so viele Nudeln? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil man Nudeln immer essen kann? Ja. Ich wollte, dass ihr mich hält. Ach so. Das ist ja interessant. Aber Nudeln sind egal. Das sind die billigen, ne, oder? Nee. 65 Cent. Ach so, ja, dann ist egal. Oh, hier sind noch einmal Politoni-Elitchen. Ja, aber die kannst du ja nicht mischen. Oh. Manuel? Hm? Nudeln sind egal. Ich hole erstmal Klopapier. Ja, hol schnell Klopapier. Schnell. Oh, Klopapier. Bald nichts mehr da. Das war knapp. Bald nichts mehr da. Ach, guck mal. Die haben extra Vorrat schon. Fast kein Klopapier. Oder soll ich lieber nochmal Klopapier mitnehmen? Nehmen wir lieber drei oder vier Mal. Ja? Ja, wer weiß, wie lange wir zu Hause damit hinkommen müssen. Ne? Ah, zur Not kann man das ja auch essen. Ja, mit Nutella zwischen. Ich habe mal eine Frau gesehen, das ist jetzt kein Scherz. Ja, aber das war bei Mitten im Leben, die war so dick, die hat Klopapier gegessen. Ja, aber ich glaube, das mit Nutella heute, drauf. Das war fake. Meinst du? Ja, wenn ich nichts mehr zu essen habe, dann esse ich Klopapier. Ja, aber die haben das gezeigt, wie sie das gegessen hat. Ja, das hat die aber hat, hat sich das abgerissen, einzelne Blätter, und hat das gegessen. Ja, aber da steht ja überhaupt gar kein Verstand hin. Dann soll sie Nutella doch mit den Fingern aus dem Glas löffeln. Da hat sie doch mehr von. Ja, aber wenn man da irgendwas Festes haben will, dann nimmt man am besten dreilagiges. Olivenöl, ganz wichtig, damit, wenn wir in Quarantäne sind, ich zu Hause Brot backen kann. Nimm das Olivenöl mit, ich habe nichts mehr. Hä? Welches? Ich habe doch Öl mitgebracht. Olivenöl. Welches? Hier links, Olivenöl. Das dicke? Ja, nein, das links. Dies hier meinst du? So. Sag das doch, Mensch. Doch. Kann ich hell sehen? Oh. Ich höre doch auf das, was ich sage. Aber Muffins gibt's noch. Wir könnten uns ja auch von Muffins ernähren. Ich kann Muffins backen. Apfelmuffins, Waldmeistermuffins, Kirschmuffins und Muffins mit Muffingeschmack. So, jetzt raus hier. Ich will nach Hause, Manuel. Ich kann nicht mehr. Er hält sich hier schon wieder Ewigkeiten auf, ne? Ich sag euch das, er mag gerne einkaufen. Er liebt es, einzukaufen. Wenn ich einkaufen gehe, ne, dann schreibe ich mir das auf, was ich brauche. Und ich sag euch das, in 10 Minuten bin ich hier wieder raus. Oh. Gut, dann gut versteckt. Weil sonst hätte ich mir die Blöße gegeben mit meiner Frau zur Kassenmaschine, damit sie mich schief von der Seite abmacht, warum ich Pizza ohne Schneider kaufe. Du wolltest aber die unbedingt haben. Aber es ist Kartenzahlung, ne? Das können wir ja schon mal machen. Das können wir schon machen. Ist das denn ein guter Pizzaschneider? Ja, 1,99. Boah! Damit kann man Pizza schneiden. Och Mensch. Hat die Tablette nicht geholfen? Nein! Und ein Pizzaschneider. Und wo ist mein Klopapier? Oh nein, da. Das habe ich verkauft für 8 Euro. Da ist hier eigentlich noch mehr Klopapier. Wir können morgen ja nochmal los.
Hier, ganz wichtig. Nee. Ups. Also wenn Manuel Ware aus dem Auto ausräumt, dann sieht das ungefähr so aus. Ich habe eigentlich diese Ecke freigemacht, damit du immer hier alles hinlegen kannst. Dann liegt hier was. Dann liegt da irgendetwas. Und jetzt kommt's, warum liegen die Tomaten auf der Heizung? Hier steht noch irgendwas zu trinken. Auf der Mikrowelle liegt dann der Salat. Das muss ich mir gleich alles zusammensuchen und gucken, wie das alles zusammenpasst und wie ich das dann wegräumen kann. Wenn ich das ausräume, dann kommt hier Tiefkühl hin. Hier kommt das, was für Küche ist. Tiefkühl bleibt hier, weil hier ist ja der Gefrierschrank. Also genau sortiert. Es ist schwierig mit Manuel. Es ist schwierig. So, du glaubst nicht, was Roli uns jetzt gerade geschickt hat. Mein Arbeitskollege. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Lies mal vor die Überschrift. Überschrift? Corona-Quarantäne für Gourmets. Die 10 besten Rezepte für Nudeln mit Klopapier. Nudeln mit Klopapier. Ah, gerade schon wieder so ein Spaß bei Netto. Die Verkäuferin auch. Ja, Klopapier. Klopapier ist wichtig. Ganz wichtiges Klopapier. Wichtig. Aber die haben tatsächlich... Da waren keine billigen Nudeln mehr. Wir kaufen eh nie die billigen Nudeln. Wir kaufen immer andere. Nee, wir sind ja Heiti-Teiti. Wir sind ja Ete-Petete. Wir sind Heiti-Teiti, Ete-Petete. Wir kaufen nur die teuren Nudeln, wenn sie im Angebot sind. Und dann sagt sie, sie hat Nudeln bestellt und die kriegen keine nach. Die hat billige Nudeln kartonweise bestellt und es werden keine Nudeln nachgeliefert. Das ist echt ein schlechter Scherz. Kannst du Rolium zurückschreiben, bitte? Nee. Und kein Desinfektionsmittel, nix. Kriegen sie nicht. Ne? So viel zu Deutschland. Lecker, lecker, schmecker. Ich und mein Salat, ne? Du? Hast du Family Guy schon an? Das ist gut. Du weißt, wie sich das gehört. So, was heißt Bird? Vogel. Ja. Vogel ist das Wort. Genau. Bird. So, ich habe jetzt hier lecker Salat und das wird der geilste Salat, den ich jemals gegessen habe. Weil da sind Jalapenos drin. Die richtig scharfen. Bird is a word. Ja, komm. So, vielen Dank fürs Zugucken. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns heute wieder. Bleibt gesund. Kauft genug Klopapier. Ja. Denkt an die Nudeln. Kauft Unmengen an Reis, den ihr hinterher nie aufessen werdet und einfach nur im Schrank rumsteht. Und hoffentlich sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Und jetzt heißt es? Abschalten. Tschüss. So much purity to take in, a waterfall of life.